Liebe Fußballfans, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Spiel. Willkommen im Rhein-Energie-Stadion. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Die Nummer 31, Marius Wolf. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Bockstark im Abschluss. Sie müssen eng an ihm dranbleiben, sonst macht er hier sein Tor. Da bin ich mir ganz sicher. Die Nummer 28. Mit Leidenschaft, mit Begeisterung und einer guten Jugendarbeit hat Borussia Dortmund es in den letzten Jahren geschafft, die größte Krise der Vereinsgeschichte zu überwinden. Und heute zählen sie zu den besten Mannschaften Europas. Komplett richtig, Wolf. Und mittlerweile können sie ja selbst Abgänge von Stars nicht mehr schocken. Irgendwie fangen sie das immer wieder auf. Schauen wir kurz auf die erste Hälfte des 1. FC Köln heute. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Und so tritt der BVB heute also an. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Auf geht's, Köln hier mit dem Anstoß. Schauen wir mal, wie sie in die Partie kommen. Hector. Duda. Hector hat ihn wieder. Den Ball kann er abfangen. Pass auf Reus. Julian Brandt. Skiri. Hector. Meier. Jonas Hector. Meier! Ah, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Dahoud. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Dortmund verliert den Ball. Elvis Redzepi. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Sieht gefährlich aus. Abwehr muss aufpassen. Weiter die Kölner. Hector. Marius Wolf. Hector wieder mit dem Ball. Skiri. Gute Aktion. Fairer Einsatz hier. Und jetzt Reus. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Das muss er besser timen. Hier ist es dann abseits. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Hazard. Duda.
Meier. Elvis Redzepi. Skiri. Gefährlich! Könnte die Führung werden. Ja, das hätte gefährlich werden können. Ganz wichtige Aktion. Brandt. Und der weite Ball auf Marco Reus. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Und Ballverlust. Das ist schon ziemlich passiv, was sie da hinten machen. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Brandt. Brandt! Sie haben sie kommen lassen und sie haben sie fast schon zu diesem Tor eingeladen. Ja, wenn du immer nur den Gegner machen lässt, dann musst du mit sowas rechnen. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Wichtig für Dortmund. Damit führen sie jetzt. Für den BVB, die Nummer 19, Julian Brandt. Skiri. Jannis Horn. Jonas Hector mit dem Ball. Da stand der Assistent gut. Abseits. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Auf geht's, Köln hier mit dem Anstoß. Schauen wir mal, wie sie in die Partie kommen. Ah, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Brandt. Brandt! Sie haben sie kommen lassen und sie haben sie fast schon zu diesem Tor eingeladen. Ja, wenn du immer nur den Gegner machen lässt, dann musst du... Der BVB kann zufrieden sein mit Durchgang 1. Mal sehen, wie das Team jetzt nach der Pause zurechtkommt. Dahoud. Brandt. Schöner Spielaufbau jetzt. Jetzt vielleicht die Flanke. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Kommt jetzt die Flanke rein. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel.
Jetzt könnte er den Ball abspielen. Mahmoud Dahoud. Ganz energisch. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Die Chance auf den Konter. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Ein neuer Spieler soll frischen Wind in ihr Spiel bringen. Das haben sie auch nötig. Sie liegen aktuell hinten. Nico Schulz. Dahoud. Schulz mit dem Ball. Die Gäste werden wechseln. Emre Can. Tolles Kurzpassspiel jetzt. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, sie führen. Delaney. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Einwurf jetzt. Jetzt kommt hier der Wechsel. Brandt. Delaney. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Jetzt Marco Reus. Am Ball Delaney. So langsam wird es gefährlich. Gute Aktion. Reus. Am Ball ist Meunier. Gefährlich. Flanke kommt weit. Und jetzt ist der Ball geklärt. Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht noch mal was, oder Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier noch mal eine ganz, ganz enge Kiste werden. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Jetzt wird's gefährlich. Der Pass soll zu Meier. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht gleiche Höhe war. Auf jeden Fall haben sie ihnen da eine richtig gute Chance genommen. Das hätte ein spielentscheidender Moment sein können, aber die Fahne geht hoch. Das gibt Abseits. Und jetzt wird auf beiden Seiten gewechselt. Ein enges Ding hier und es kann noch so viel passieren. Hector. Ballverlust, Hector. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Erling Haaland. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Julian Brandt. Schlusspfiff, das war's für heute. Sieger des Spiels ist Borussia Dortmund. Am Ende wird's also ein knapper Sieg. Sie haben eine gute Leistung gezeigt, spielerisch wirklich überzeugend und auch die Nerven stimmen. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Klar, dass er heute happy ist. Er hat den entscheidenden Treffer gemacht. Auf geht's, Köln hier mit dem Anstoß. Schauen wir mal, wie sie in die Partie kommen. Ah, oh, das war knapp.
Toller Schuss, strammer Schuss, am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Brandt. Brandt! Sie haben sie kommen lassen und sie haben sie fast schon zu diesem Tor eingeladen. Ja, wenn du immer nur den Gegner machen lässt, dann muss...